Gibt es so etwas wie einen Chart, der die ganze Welt erklärt? Ich meine, es gibt ihn, zumindest in den Bereichen ökonomische Existenz, finanzielle Existenz. Da gibt es einen Chart, der alles erklärt, was Sie eigentlich wissen müssen über die Finanzmärkte, über das, was derzeit läuft, das, was derzeit passiert. Und das ist dieser Chart, meine Damen und Herren. Er zeigt, dass seit den 1980er Jahren die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft. Und dieser Prozess hat sich dann mit der Finanzkrise nochmal potenziert und wir werden eine weitere Eskalation dieses Auseinanderdriftens sehen jetzt durch die Corona-Krise, denn dort schrumpft dann tendenziell die Wirtschaft, während die Schulden praktisch exponentiell explodieren geradezu. Das ist das Problem, das wir jetzt haben. Sichtbar zum Beispiel an der Tatsache, dass 21% aller jemals produzierten Dollars im Jahr 2020 produziert wurden. Und wir wissen, dass die amerikanische Wirtschaft in diesem Jahr sicherlich insgesamt geschrumpft ist. Also man druckt ohne Ende. Und gleichzeitig lässt die Wirtschaftskraft danach tendenziell. Das bedeutet, dass diese Schere sich immer ausweitet zwischen Verschuldung und Wirtschaftskraft. Und das ist letztendlich unser Grundproblem, das jetzt versucht wird, durch die Notenbanken zu kaschieren, zu beheben, indem man einfach immer mehr Liquidität zur Verfügung stellt, indem man die Anleiherenditen drückt, indem man letztendlich Exzesse auch an den Aktienmärkten zulässt. Denn nochmal zu den Anleihemärkten vielleicht jetzt nur als ein Schlaglichtbeispiel. Hier hat zum Beispiel Peru gestern eine 100-jährige Anleihe emittiert, also auf den Markt gebracht. Laufzeit mit 100 Jahren, muss man sich vorstellen. Also da muss man schon an den medizinischen Fortschritt glauben, dass man, wenn man die jetzt kauft, sich sagt, okay, da habe ich später nochmal was davon, gell? Aber die medizinischen Fortschritte sind ja immens, wie wir wissen. Jedenfalls sehen wir hier, dass eigentlich Peru ja in einem totalen Chaos ist. Da hatten wir jetzt in den letzten drei Wochen, hatten wir zwei, drei politische Wechsel an der Spitze des Landes, also totales Chaos, und dennoch kann Peru ohne wirkliche Probleme eben eine solche Anleihe emittieren, weil sich die Investoren gezwungen sehen, eben noch ein bisschen Rendite zu bekommen, Stichwort finanzielle Repression. Es bleibt vielen gar nichts anderes übrig, als irgendwo, wo noch Renditen zu erwirtschaften sind, sich zu investieren. Das ganze Problem an dieser Geschichte ist letztendlich, dass wir hier dann gigantische Fehlallokationen von Kapital sehen, weil eben letztendlich die Märkte keine Märkte mehr sind. Märkte sind Chance und Risiko. Und wir sehen zum Beispiel griechische Staatsanleihen mit Laufzeit bis 2 Jahren Negativrendite. Ein bankrotter Staat kann sich also auf 2 Jahre verschulden und bekommt noch Geld dafür. Das zeigt doch, dass diese Risikoabwägung überhaupt nicht mehr funktioniert. Und wenn Risikoabwägungen nicht mehr funktionieren, wird Kapital falsch allokiert. Es geht in nicht produktive Bereiche. Und das ist das, was sozusagen dann auch in Zukunft negativ ist, jenseits der Thematik, dass diese Schulden ja zurückbezahlt werden müssen und damit nicht zur Verfügung stehen für neue Investitionen, für die Ankurbelung der Wirtschaft. Entweder man zahlt die Schulden zurück oder man muss die Gläubiger enteignen. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Jetzt ein weiterer Misstrauensbeweis ist ja zum Beispiel Bitcoin als Kryptowährung. In diese Nachhaltigkeit der Notenbankinterventionen gestern, das war vielleicht das einzig Aufregende gestern, der stärkste Fall seit März bei Bitcoin, wiederholt sich jetzt so etwas. Damals Bitcoin war auch das Vorspiel für einen Einbruch der Aktienmärkte, die ja lange so getan haben, als würde die ganze Corona-Geschichte sie nichts angehen. Und als sie es dann merkten, oh, das betrifft uns, dann musste man schnell reagieren in chaotischen Zuständen. Jetzt haben wir die Situation, dass wir wahrscheinlich in diesem Monat einen neuen Allzeitrekord, ein Allzeithoch beim sogenannten Margin Debt erreichen werden, also praktisch bei der gehebelten Investitionsquote. Man gibt also als Broker oft Kunden Kredit, die müssen nicht all das wirklich investieren, was sie am Markt bewegen. Das ist die Margin, die man hinterlegt, eine Sicherheitsleistung, aber eben nicht den kompletten Betrag, den man am Markt bewegt. Und wir sehen jetzt, dass wir hier ein neues Allzeithoch erreichen. Für Märkte ist es immer dann problematisch, was jetzt noch nicht der Fall ist, wenn der Margin Debt sinkt, aber gleichzeitig die Aktienmärkte noch steigen, wie ein Blick in die Geschichte zeigt. Aber gehen wir weiter im Text. Jetzt kommt eben diese ganze Corona-Geschichte mit einer absolut negativen Wirkung auf die Wirtschaft und einer absolut positiven Wirkung in Anführungszeichen auf die Verschuldung, die jetzt weiter explodiert. Und wir sehen, dass diese Corona-Krise jetzt auch die USA immer mehr erreicht. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern gesehen,
die neuen vorläufigen Rekorde bei den Todeszahlen seit Mai. Höchster Wert jetzt mit 2500 und einigen. Und wir sehen, jetzt sind wir schon fast bei diesen Werten in den USA, die wir im Frühjahr hatten, als ja in New York diese Dinge völlig eskalierten, offenkundig. Und wir sehen, um jetzt mal ein paar Beispiele noch zur Supermacht USA zu zeigen, dass die USA das einzige Land ist, das einzige entwickelte Land der westlichen Welt, dessen Lebenserwartung durchschnittlich sinkt. Bei allen anderen ist sie maßgeblich gestiegen und vielleicht noch auch zum Beispiel bei Geburten haben die Amerikaner oder gibt es in den USA die mit Abstand höchste Mortalitätsrate bei Müttern. Da sterben von 100.000 Lebendgeburten, sterben 17,4 Frauen durchschnittlich. In Deutschland sind es gerade mal 3,2. Also auch da läuft irgendetwas aus dem Ruder. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die USA riesige Probleme im Gesundheits- und im Schulsystem haben. Bildung und Gesundheit, das sind die großen Achillesfersen der Amerikaner. Aber jetzt war Thanksgiving und man ist fleißig verreist. Am Mittwoch alleine sind über 1 Million Passagiere an Flugplätzen gereist oder sind dort durch diese Erfassungsmaschinen gekommen. Insgesamt jetzt 6 Millionen Fluggäste seit einer Woche. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Corona-Krise und das, obwohl die Behörden in den USA eben vor diesen Reisetätigkeiten an Thanksgiving warnen, aber die Leute halten sich nicht wirklich dran. Hier zum Beispiel eine Webcam aus Los Angeles, wo wir sehen, extrem dichter Verkehr. Man schätzt, dass bis zu 50 Millionen Menschen doch irgendwie verreist sind. Das könnte sich dann als Superspreader-Event erweisen, aber wir werden es sehen. Noch abschließend heute ja Black Friday in den USA mit verkürztem Handel. Geht nur bis 13 Uhr Ortszeit, also 19 Uhr deutscher Zeit. Und wir sehen, dass jetzt am Black Friday wahrscheinlich das erste Mal die Menschen mehr online ausgeben werden als in Geschäften. Das dürfte dann also eine historische Premiere sein. Kommen wir jetzt zur Corona-Situation in Deutschland. Wir haben jetzt die Marke von 1 Million Infizierten überschritten. Tote jetzt auch mit neuem Rekord 426. Das ist, wie gesagt, ein neues Allzeithoch bei 22.800 Fällen. Da also eine Stagnation auf hohem Niveau. Aber um nochmal zum Thema Schulden zu kommen, jetzt muss Deutschland oder wird Deutschland für 2021 seine Nettokreditaufnahme um knapp 180 Milliarden Euro erhöhen. Also auch hier dieses Muster erkennbar. Deutschland ja noch vergleichsweise gut dastehen durch die sehr konservative Politik der schwarzen Null, die natürlich in einer Welt, die Orgiastes sich verschuldet, vielleicht keinen Sinn macht. Aber wir haben immerhin jetzt noch ein bisschen mehr Fett auf den Rippen, möchte man sagen, als andere, die vorher schon ziemlich, am Ende waren oder zumindest hoch verschuldet waren. Jetzt anderes Thema. Jetzt haben wir natürlich die Hoffnung, dass diese Impfstoffe dann auch wirken und dieses Corona-Problem beseitigen, damit auch die exzessive Verschuldung vielleicht nicht mehr dauerhaft nötig wäre, so die Hoffnung. Jetzt gibt es aber immer größere Zweifel an den Daten etwa von AstraZeneca. Hier der Vorwurf zum Beispiel eines Wissenschaftlers, der sagte, viele Fragen sind unbeantwortet und man hat das Gefühl, dass AstraZeneca uns selektiv irgendwelche Daten präsentiert. Das könnte man vielleicht eben auch, oder diesen logischen Schritte könnte man vielleicht auch mal auf Pfizer, BioNTech und Moderna anwenden. Das ist genau der Punkt, das ist vielleicht genau das Risiko. Die Aktienmärkte haben eigentlich die Corona-Krise ja schon längst abgehakt, indem sie sich sagen, okay, wir werden dann perspektivisch das Problem eben erledigt haben und dann gibt es einen Neustart und dann wird alles letztendlich wieder ganz gut. Aber wenn dem nicht so ist, wenn uns das Problem länger begleitet, wenn einzelne Lockdown-Maßnahmen, einzelne Branchen nicht mehr aus der Krise rauskommen, was dann? Das ist das große Problem. Noch aber herrscht eben diese Euphorie an den Märkten, sichtbar im Fear and Greed Index, der jetzt bei 91 ist. Stand Mittwoch nach Schlusskurs der US-Aktienmärkte. Also wir sehen, da ist sehr, sehr viel Euphorie. Und wenn der Zweifel mal kommt, dann könnte sozusagen eine ziemlich starke Auspreisung nötig sein, gerade aus diesen Value-Sektoren, die jetzt eine so extreme Rotation erlebt haben. Kommen wir abschließend noch zur Politik in die USA. Gestern Sid Donald gesagt, ich habe gesehen, dass Joe Biden 80 Millionen Stimmen bekommen haben soll. No way. Gibt es gar keine Chance, dass dem so ist. 100% rigged election, dann noch weitere
Tweets heute Nacht von Seth Donald wieder über die Medien sich beschwerend. Twitter hat dann auch gleich wieder diesen einen Tweet sozusagen mit einer Warnung versehen. Und also letztendlich dreht sich diese ganze Spirale weiter. Donald Trump behauptet weiter, ich habe diese Wahl gewonnen, 100% gerickt, 100% also manipuliert. Und hier sehen wir vielleicht einen Geistesverwandten, zumindest jemand, mit dem er sich eine Zeit lang gut verstanden hat, sagen wir so, Kim Jong-un. Und da wurde ein FX-Dealer, also ein Forex-Dealer, ein Währungshändler hingerichtet, weil eben die nordkoreanische Währung zu stark gefallen ist. Das nennt man vielleicht einen physischen Short-Squeeze, könnte man sagen. Und abschließend noch folgende Grafik. Wir hatten heute Nacht die Daten zu den Industrieprofiten aus China. 28,2% zum Vorjahr gestiegen. Erstaunlich, mich wundert diese Zahl ein bisschen, weil letztendlich die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr ziemlich deutlich gefallen sind. Das heißt, die Anbieter haben die Preise gesenkt und gleichzeitig machen sie mehr Profite. So richtig verstehe ich das nicht, aber die Weisheit der Führung in Peking ist unendlich und darf nicht hinterfragt werden. Gestern hat sich ja hier in diesem Studio ein Frankenhasser eingeschlichen, der über Markus Söder unerträgliche Dinge gesagt hat, meine Damen und Herren. Das bitte ich nochmals, vielmals zu entschuldigen. Das war überhaupt keine Absicht. Ne? Also das ist so passiert. Und heute am frühen Abend, späten Nachmittag, gibt es ein verkürztes Marktgeflüster, weil ich dann vorzeitig los muss. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. Wir sehen uns dann zu einem kurzen Video, hoffentlich am frühen Abend. Ich sage erstmal Servus und Ciao.